Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und vielleicht kennst du das auch sehr gut. Du hast so eine große Pipeline mit offenen Angeboten und du bist im Prinzip in diesem Follow-up-Prozess. Das heißt, du rufst immer wieder bei deinen potenziellen Kunden an, stellst die Frage, ob sie sich das Angebot schon anschauen konnten, ob es noch Fragen gab oder ob sie sich bereits entschieden haben. Und in der Praxis werden wir häufig vertröstet, wenn wir das machen. Und der Kunde sagt sowas wie: Ich konnte es mir noch nicht anschauen oder rufen Sie mal in einer Woche wieder an oder erst in 3 Monaten, weil jetzt gerade ist bei uns hier intern alles hektisch. Und im Prinzip ist es so, dass die Angebote immer mehr werden, die du da draußen hast. Potenzielle Kunden sind genügend da, aber zu wenige werden tatsächlich zum Auftrag. Und es ist frustrierend, weil man das Gefühl hat, man rennt den Leuten permanent nur hinterher, kommt aber irgendwie keinen Schritt weiter. Und wenn du dafür effektive Lösung haben möchtest, ganz konkrete Ansätze, wie dein Follow-up in Zukunft viel besser funktioniert, dann ist dieses Video ganz besonders interessant für dich und dann solltest du jetzt dranbleiben, denn darüber sprechen wir direkt nach dem Intro. Okay, lass uns mal direkt ins Thema starten. Thema Follow-up-Gespräche. Wie machst du es denn jetzt genau? Ich bekomme ganz viele Fragen gestellt. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Soll ich 3 Tage später anrufen? Soll ich 1 Woche später anrufen? Wann soll ich den Kunden wieder anrufen? Und wie mache ich das jetzt genau? Was sage ich dem denn dann? Darauf gebe ich dir eine Antwort in diesem Video. Und davor ist es schlau, sich noch eine andere Frage zusätzlich zu stellen. Und zwar die Frage, warum hast du überhaupt so viele Follow-up-Gespräche? Weil ich erlebe immer wieder, ganz viele Vertriebler haben so eine große Pipeline mit offenen Angeboten. Ja, die wenigsten davon werden tatsächlich zu Aufträgen. Und der Grund dafür ist häufig, dass diese Vertriebler einfach nicht dazu in der Lage sind, direkt im ersten Gespräch einen Auftrag zu schreiben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber die meisten Verkäufer kriegen das halt nicht hin, dass sie im ersten Verkaufsgespräch einen Auftrag schreiben und am Ende des Gespräches, weil der Kunde eben dir auch nicht vor den Kopf stoßen möchte, sagt er dir jetzt nicht direkt, du pass auf, wir kommen da nie im Leben zusammen, dein Angebot passt für mich nicht, sondern er sagt stattdessen so etwas wie, danke für die Präsentation, können Sie mir das erstmal noch als Angebot zuschicken? Ich muss mir das nochmal überlegen, ich muss nochmal mit dem Partner darüber sprechen und so weiter. Du kennst die ganzen Einwände, respektive Vorwände, die du jetzt in dieser Situation bekommst. Und das Problem dabei ist ganz einfach, dass der Kunde sich eigentlich schon endgültig entschieden hat. Eigentlich hat er sich schon entschieden, dein Angebot nicht anzunehmen. Aber weil er nicht unhöflich sein möchte, sagt er dir jetzt, Mensch, schick mir doch am besten nochmal kurz ein Angebot raus. Ich überlege mir das nochmal und dann sage ich dir in ein paar Tagen Bescheid. So. Und das Problem dabei ist ganz einfach, dass du jetzt ja tatsächlich ein Angebot erstellst und dass du dir die Mühe machst und die Zeit da reinsteckst, nicht nur das Angebot zu erstellen, sondern den auch regelmäßig immer wieder anzurufen. Und das ist total frustrierend auf der einen Seite, weil seine Entscheidung wird sich nicht verändern. Das heißt, du läufst ihm ewig lange hinterher und noch viel frustrierender ist es, dass du deinen Fokus und auch deine Zeit investierst in diesen potenziellen Kunden, der eigentlich keiner ist. Das heißt, du rennst einer Menge Menschen hinterher, die niemals bei dir kaufen werden und verschwendest deine Zeit in diese, in Anführungsstrichen, Potenziale. Und diese Zeit könntest du viel sinnvoller investieren in andere potenzielle Kunden, die wirklich auch bereit und dazu in der Lage wären, bei dir auch wirklich Kunde zu werden. Beziehungsweise diese Zeit könntest du noch besser vielleicht investieren in private Dinge. Ich weiß es nicht. Ja? Aber auf jeden Fall ist es verschwendete Zeit, den Leuten ewig hinterherzulaufen, die sowieso niemals bei dir kaufen werden. Das heißt, die Herausforderung Nummer 1 ist, oder die viel schlauere Frage als, wie mache ich jetzt mein Follow-up, ist herauszufinden, frühzeitig im Verkaufsgespräch herauszufinden, wer ist tatsächlich ein potenzieller Kunde und bei wem verschwende ich, aber auch der Gesprächspartner, hier eigentlich nur die Zeit, weil mein Angebot für ihn sowieso niemals passt, weil er sich sowieso für was anderes entscheidet, weil es jetzt gerade nicht passt oder aus welchem Grund auch immer. Das heißt, dein Verkaufsgespräch solltest du so gestalten, dass du das möglichst früh rausfindest und dass du das Verkaufsgespräch auch so aufbaust, dass deine Abschlussquote generell höher wird. Also, dass du dein Verkaufsgespräch immer weiter in die Richtung optimierst, dass immer mehr Leute auch bereit sind, bei dir zu kaufen. Also, dass du dich da einfach aktiv verbesserst. Weil wenn es jetzt gerade noch so ist, dass du vielleicht nur in 10, 20, 30, 50% der Fälle zum Abschluss kommst,
dann ist es auf jeden Fall noch stark verbesserungswürdig. Wenn du schon 70, 80, 90% Abschlussquoten erreichst und dann nur noch ein paar wenige im Follow-up landen, dann sind das schon ganz gute Quoten und dann bist du schon so weit, dass du dir über Follow-up auch Gedanken machen kannst. Davor am besten am Verkaufsgespräch nochmal arbeiten. So, was ist jetzt aber, wenn du ein Angebot verschickt hast? Wenn du dir ziemlich sicher bist, okay, der ist grundsätzlich bereit, dazu in der Lage, bei dir zu kaufen. Da gibt es jetzt nur den Grund, dass er zum Beispiel mit seinem Geschäftspartner das nochmal besprechen muss. So, wie ist jetzt das Vorgehen? Erstens, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, dort nochmal anzurufen? Du verschickst ein Angebot und wann sollst du den jetzt wieder anrufen? Nach einem Tag, nach 3 Tagen, nach einer Woche oder nach 2 Wochen? Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Die Antwort ist, das ist individuell. Und das ist ganz unterschiedlich in der Praxis, weil du wirst den einen Kunden haben, der sagt zu dir, schicken Sie mir ein Angebot, ich muss es mit meinem Geschäftspartner besprechen. Und die besprechen sich das dazu morgen. Das heißt, die machen morgen einen internen Termin und dann sprechen die über das Angebot. So, wann ist der richtige Zeitpunkt nachzufassen? Morgen nach dem Termin, spätestens übermorgen. Also nachdem die miteinander gesprochen haben, die Entscheidung gefallen ist. Szenario Nummer 2. Der sagt wieder zu dir, schicken Sie mal ein Angebot, ich muss das mit meinem Geschäftspartner besprechen. Aber jetzt spricht er mit seinem Geschäftspartner erst nächste Woche, weil der morgen im Urlaub ist oder warum auch immer. So, wenn du den jetzt morgen anrufen würdest, macht das keinen Sinn, weil der hat mit seinem Geschäftspartner noch nicht gesprochen. Bei dem ist es richtig, nächste Woche nach dem Gespräch, was die intern hatten, anzurufen. Das heißt, deine Aufgabe ist es herauszufinden, wie der weitere Entscheidungsprozess bei deinem Kunden aussieht, auch zeitlich. Wann setzen die sich zusammen? Davor anzurufen macht keinen Sinn. Viel später anzurufen ist auch schlecht. Das heißt, du solltest nach Möglichkeit genau herausfinden, wann haben die miteinander gesprochen, wann ist eine Entscheidung getroffen. Dann kommt der zweite Punkt, der wichtig ist. Du kannst dann danach natürlich einfach auf gut Glück dort anrufen. Kann man machen. Ich mache das gerne so, dass ich herausfinde, wann sprechen die intern miteinander, das heißt, wann ist eine Entscheidung getroffen. Und dass ich mich dann ganz konkret danach mit denen verabrede. Das heißt, ich mache mit dem einen Termin, den hat er bei sich im Kalender stehen und wenn ich dort anrufe, dann ist er auch auf meinen Anruf vorbereitet. Ja, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, was sagst du dann in dem Gespräch? Also diese klassischen Floskeln wie, ich wollte mal nachhören, wie sie sich so besprochen haben. Ich wollte mal nachhören, ob es noch Fragen gibt. Ich wollte mal nachhören, ob sie sich da jetzt schon entschieden haben, ob sie das Angebot schon. Also das kannst du machen, aber das macht halt jeder da draußen und in der Praxis funktioniert das nicht wirklich gut. Ich mache es ein bisschen anders und das ist ein Ansatz, den auch du gerne verwenden kannst. Wenn ich dort anrufe und wir haben einen Termin gemeinsam miteinander für das Closing-Gespräch, für das Abschlussgespräch, dann steige ich in das Gespräch ein und ich bin da ganz offen und ich sage zu ihm so etwas wie, hallo Herr Meier, hier ist der Julian Mahnken. Und wahrscheinlich, Sie sind ja auf meinen Anruf vorbereitet, wissen Sie auch schon, worum es jetzt geht. So, das heißt, dann sind wir direkt beim Thema. Ja? Viele Verkäufer versuchen hier irgendwie um den heißen Brei zu reden oder irgendwie hintenrum irgendwas zu machen oder erstmal über das Wetter zu sprechen. Das interessiert keine Sau. Komm direkt zum Punkt. Das ist höflich und wertschätzend, weil du auch höflich und wertschätzend mit der Zeit deines Gesprächspartners umgehst. So, und jetzt gibt es 2 Kategorien von Gesprächspartnern. Die einen fangen direkt an zu reden und fangen direkt an zu erzählen und sagen direkt, ja, klar, ich weiß, warum Sie anrufen, wir haben uns auch hier zusammengesetzt und bababababa und fängt direkt an zu sprechen. Und der zweite Typ fängt nicht direkt an zu sprechen, sondern sagt nur, ja, genau, richtig. Ja, und überlässt dir quasi den weiteren Verlauf des Gesprächs. Und da kannst du jetzt einsteigen und wieder ganz zielgerichtet nachfragen, Mensch, okay, alles klar, zu welchem Ergebnis sind Sie denn jetzt gekommen oder haben sich da noch Fragen ergeben? So, ganz straight, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen oder haben sich da noch Fragen ergeben? Wenn Fragen sind, wird er sie jetzt stellen. Wenn er zu einem Ergebnis gekommen ist, dann wird er es dir jetzt mitteilen. Und das Ergebnis ist entweder, wir wollen es machen oder wir wollen es nicht machen. Und wenn sie es nicht machen wollen oder wenn noch Fragen da sind, dann gibt es für dich jetzt noch was zu tun. Dann müssen die Fragen noch geklärt werden. Dann gibt es irgendetwas, was jetzt noch zwischen dir und dem Abschluss steht. Irgendwas, was geklärt werden muss. Irgendein Problem vielleicht. Ja? Und deine Aufgabe ist es jetzt herauszufinden, was ist ganz konkret das Problem. Das heißt, was steht jetzt noch zwischen dir und dem Auftrag? Was muss jetzt noch gelöst werden, damit die Bahn frei ist,
in Richtung Zusammenarbeit. Und da musst du gegebenenfalls in die Einwandbehandlung gehen, beziehungsweise musst einfach herausfinden, was ist das Problem und gemeinsam mit dem Kunden schauen, wie kann die Lösung dafür aussehen. Und wenn die Lösung da ist und wenn die Lösung für beide Seiten akzeptabel ist, dann ist die logische Konsequenz, dass er jetzt den Auftrag macht. So. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du jetzt stehst. Wenn du dazu ganz konkret nochmal nähere Informationen brauchst oder wenn du sagst, ah, ich gehöre eher zu der Kategorie, die noch nicht so hohe Abschlussquoten im Erstgespräch haben, deswegen habe ich immer so eine riesen Pipeline und ich will mal mein Verkaufsgespräch optimieren. Oder wenn du eine Frage hast, wie mache ich das denn mit der Einwandbehandlung? Oder, dann hast du jetzt folgende Möglichkeit. Und zwar haben wir aktuell die Aktion, dass du die Möglichkeit hast, dich einzutragen für ein kostenloses und für ein unverbindliches Gespräch mit mir persönlich. Das heißt, über den Link in der Infobox unter dem Video gelangst du zu der Seite, wo du dich eintragen kannst. Und dann nehme ich mir die Zeit, dass wir beide mal am Telefon gemeinsam für eine halbe Stunde, für eine Dreiviertelstunde über deine Themen sprechen. Das heißt, wir schauen ganz genau, was sind deine Fragen ganz konkret, was sind deine Herausforderungen, die du jetzt gerade vielleicht noch vertrieblich hast und wie sieht der Weg von da, wo du jetzt gerade stehst, hin zu dem Ziel, was du vertrieblich hast, also wo du eigentlich vertrieblich gerne wärst, wie sieht der Weg dahin aus? Das heißt, ich werde dir deine Fragen ganz konkret beantworten. Wir werden in diesem Gespräch ganz genau schauen, wo stehst du, wo willst du hin und wie sieht der Weg dahin aus? Was sind die Strategien, die du brauchst, um deine vertrieblichen Ziele zu erreichen? Wenn das für dich interessant ist, dann trag dich jetzt ein über den Link. Dann freue ich mich, dass wir uns schon bald am Telefon hören. Ansonsten vergiss auf gar keinen Fall, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir weitergeholfen hat, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Schreib mir gerne dein Feedback in die Kommentare. Nicht vergessen zu abonnieren, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide uns dann in einem der nächsten Videos wiedersehen. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, entweder im nächsten Video oder vielleicht auch demnächst schon persönlich am Telefon. Ja, ganz liebe Grüße, dein Julian.